Ja, wie ihr seht, der Windpark ist jetzt da hinten. Den habe ich bereits hinter mich gelassen. Oder hinter mir. Ach, ist ja wurscht. Ja, jetzt fahre ich wieder zum Meer. Dann gucken wir uns die letzten zwei Inseln an. Und dann, also Schillig fällt auf jeden Fall aus. Also 37,50 für einen Campingplatz. Also da fällt mir echt ein Ei aus Hose. Das können Sie mal gerade vergessen. Jetzt bin ich am Überlegen, entweder fahre ich nachher eine Autoladestation an und dann schlafe ich wieder wild oder ich fahre woanders auf dem Campingplatz. Aber 37,50, hey, was ist mit denen los? Ist das das Monaco der Nordseeküste? Das, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt schon ein paar Meter gefahren. Oh, das Meer sollte gleich kommen. Wir sehen uns dann am Meer, meine Schnuggis. So, jetzt haben wir die letzten zwei Inseln. Da vorne ist Spiekeroog und da Wanneroog. Ja, das heißt jetzt, ich verlasse jetzt die Nordsee. Wie war das jetzt? Ja, zum Fahren war es jetzt im Endeffekt ja ganz schön. Aber zum Urlaub machen, also muss ich glaube ich noch 25 Jahre älter sein, sonst schläft mir das Gesicht ein. Ja, das heißt, es ist wieder zurück zum Fahrrad. War jetzt hier ungefähr eine Stunde, ein bisschen aufs Meer geguckt. Ja, was heißt Meer? Sehr Ebbe. Das ist zum Beispiel auch was, das wäre für mich nichts. Jetzt haben wir 11:30. Jetzt stellt euch mal vor, es ist schönstes Wetter, gerade Bulnice. Da ist hier den Schlamm. Das ist für den Arsch. Also das ist nicht mein Ding hier oben. Ja, jetzt. Gibt ja genug, die hier hinfahren, die das geil finden. Für mich wäre das jetzt nichts. Ich fahre dann lieber nach Italien. Das wäre auch nicht so weit. Wetter ist besser. Ja. Gut. Dann laufe ich jetzt zum Fahrrad und dann sehen wir uns gleich. Oh, ist das schön. Jetzt ist jetzt mal Rückenwind angesagt. Das verbraucht im Moment weniger wie die Hälfte. Wie bei Gegenwind. Oh, das waren jetzt aber auch ein paar Tage Gegenwind. Mein lieber Schulli. So ist dann doch ein bisschen entspannter, weil es dann auch nicht so im Kopf rumweht die ganze Zeit. Das ist mal eine abgefahrene Schafsherde. Boah, es ist keine Ahnung, wie viel Tier. Das ist ja riesengroß. Ich bin jetzt übrigens am Jadebusen. Ja, ich habe mich immer noch nicht entschieden. Viel Akku habe ich nicht mehr, ob ich doch auf den Campingplatz gehe. Weil jetzt sind beide Akkus leer. Bisschen stinkig bin ich auch. Also duschen wäre eigentlich auch mal angesagt. Ja, ich fahre noch ein bisschen weiter und dann gucke ich erstmal, ob es irgendwo eine Ladesäule hat, die einigermaßen versteckt ist, weil sonst kannst du nicht sein. Heide oder Wende. Da musst du bald weg, sonst kriegst du einen am Murmel. Gucken wir mal. So, jetzt stehe ich da unten am Laden und hocke hier erstmal schön in der Sonne auf der Bank. Ich bin jetzt gerade auf Schlafplatzsuche. Ich war hier mal am Ende von der Straße, aber das ist viel zu uneben. Ah, scheiße. Da muss ich direkt auf dem Weg schlafen. Und dann am Ende ist direkt das Feld. Ah, fahren wir noch ein bisschen weiter. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Ich habe mir übrigens, währenddem die Akkus geladen haben, habe ich mir hart gegönnt. Da waren so ein Sohlebad direkt dahinter
Dann habe ich gesehen, wie sie da im Whirlpool alle gesessen haben. Ich dachte, Scheiße. Ach komm, Rinder. Das ist auch nichts hier. Ja, und dann habe ich erstmal schön auf so einer Whirlpool-Liege im Wasser gelegen. Hab mir erstmal so richtig gegönnt. Astrein. Da war ich dann so anderthalb Stunden noch in der Dampfsauna gewesen. Ja, und dann raus, abhängen und weiter. Jetzt bin ich nur ein kleines Stück gefahren. Wir haben auch schon 7:30. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich was Schönes finde. Das sieht doch ganz gut aus. Hier fahren wir mal rein. So, habe ich noch ein schnuckliges Plätzchen gefunden. Ja, schön offen. Ich hatte eben schon einen gefunden, aber der war im Schatten, da wollte ich nicht. Könnte doch noch ein bisschen Abendsonne genießen. Ja, ein Baum, da habe ich ihn hintergestellt. Überall fahren noch Trecker rum. Gucken, ob der Bauer noch kommt. Ich hoffe mal nicht. Wenn, hoffe ich, dass er nett ist. Ja. Wasser kocht gleich. Heute gibt es wieder nur so ein kleines Abendessen. Ah, ja. Ja. Nordsee hinter mir gelassen. In diesem Sinne sage ich ciao und bis morgen. So, ich bin's nochmal. Guck mal, wie geil das aussieht mit diesen Scheiben. Schon abgefahren, wie so ein UFO von innen. So, ich liege schon im Bett. Jetzt gucke ich noch ein bisschen Serie und dann wird gebett. Jetzt aber wirklich bis morgen. Haut rein. Guten Morgen. Wie immer. Schönstes Wetter. Mal wach werden, dann geht es gleich in Edeka, da kaufen wir erstmal ein bisschen Frühstück, dann gleichzeitig will ich da eine Ladesäule, dann habe ich heute nur 50 Kilometer zu fahren, die erste Fähre dazwischen, wenn die kaputt ist oder nicht fährt, dann ich sag euch, dann drehe ich ab. Dann nehme ich mir einfach selber ein Bötchen, was da steht. So, Abfahrt, ab zum Edeka. Schön frühstücken. Gucken, was Gutes gibt. Bestimmt was Leckeres. Ja, kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Mein Mikro hat den Morgen gedacht, oh, heute habe ich mal keine Lust. Der Doofkopf merkt das sowieso nicht. Ja, genau so war es dem auch. Ganzen Tag ohne Audio irgendwie. Ich weiß nicht, ob Stecker nicht richtig drin war oder das Ding, das Mikrofon nicht angeschaltet. Keine Ahnung. Ja, ich erkläre euch dann mal kurz, was jetzt so gegangen ist den Tag. Ich war jetzt auf dem Weg nach Beverstedt. Da wohnt ja eine Bekannte von mir. Mit der hatte ich vor so ungefähr 14 Jahren, habe ich mit der in der WG gewohnt. Ja, und die gehe ich jetzt besuchen. Da hatte ich den Tag noch eine andere Radreisende getroffen, hatte ein bisschen mit der gequatscht und irgendwann bin ich dann weitergefahren. Ein paar Minuten später hatte sie mich dann eingeholt. Jo, da sagte sie, du hast da so ziemliche Acht in deinem Rad am Hänger. Und dann, ach, okay. Ja, und dann ist mir natürlich eingefallen, ich hatte die Speichen ja direkt den ersten Morgen auf der Tour nachgezogen. Gar nicht geguckt, ob es überhaupt rund läuft, hatte ich irgendwie total vergessen. Jo, das war eine ganz ordentliche Acht. Ich hatte dann geguckt, ja, war so. Also 2,5 cm lief das schon aus der Mitte raus. Ja, dann habe ich die 2-3 Tage bei Jessica, konnte ich natürlich dafür nutzen, da mir einen Fahrradladen zu suchen. Das war noch eine Katastrophe. Erzähle ich aber nachher noch ein bisschen drüber im Video. Ja, das wäre es soweit. Dann würde ich jetzt sagen, wir springen wieder in die Vergangenheit. Bis demnächst.
Da bin ich wieder. Jetzt habe ich erst mal 2 Tage schön, habe ich geschillt. Oh, das war mal ein Träumchen, ey. Nur faul im Garten rumgelegen. Ja, die Felge ist auch repariert bzw. zentriert und Speichen angezogen. Was eine Maloche. Haben wir rumtelefoniert. Keiner Zeit. Dann waren wir in 2 Läden, die haben gesagt, wir können kommen. Die haben sich das angeguckt. Ja, 20 mm Narbe, solche dicken Reifen könnten sie hier nicht machen. Da habe ich gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Und dann hat es eingegeben, Vintage Bikes in Bremerhaven. Der macht auch viel mit Fatbike. Und da bin ich dann hin. Super geil, hä? Da in der Werkstatt, er war da am Malochen, wir haben da schön geschillt, bis die Felgen wieder fertig waren. Ja, wir haben nur den Mantel abgezogen und dann hat das in die normale Vorrichtung reingepasst. Als Achse hat er eine Feile genommen, hat super funktioniert. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Und an dem einen Rad hat er nur nachgezogen und an dem anderen, wo die 8, oder wo ich ja zu viel angezogen habe, dass eine 8 drin war, ja, da hat er bestimmt bald eine halbe Stunde dran rumgedreht, bis es endlich was geworden ist. Jetzt bin ich gerade 5 Kilometer gefahren zum Testen. Fährt sich wieder super. Ich habe auch ein bisschen mehr Bar drauf. Vorher hatte ich 0,8, jetzt habe ich 1,2. Also es scheint so, als fährt sich es besser wie vorher. Ja, Grüße gehen natürlich nochmal raus und dickes Dankeschön an Jesse. Für die ganze Fresserei und so. War ich nett bei dir diese 2 Tage. Ja, und heute geht es bis zu so einer kleinen Fähre. Eventuell noch ein bisschen weiter. Ich guck mal. Eigentlich wollte ich den Akku leer fahren. Bis zur Fähre sind es jetzt noch 62. Eben waren es 67. Das heißt, so rund um die Fähre ist dann die Batterie sowieso leer. Ja, nächsten Tag fahre ich dann die andere leer, dann geht es zum Campingplatz, kann ich schön über Nacht laden. Und dann geht es nach Travemünde. Und die Fähre muss ich heute auch noch buchen. Da sind die Preisunterschiede drum auch ziemlich groß. Ein Tag kostet mal 460, den anderen Tag über 600. Dienstag wäre der billigste Tag, da wäre 460 Euro und da wollte ich eigentlich fahren. Das heißt Montag auf Dienstagnacht irgendwie 0 Uhr einchecken und um 2 Uhr geht die Fähre los. Ja, das Ding fährt dann sage und schreibe irgendwie fast 30 Stunden. Ja, sehen wir dann, wie es wird. Auch wie man da drauf fährt, ich weiß ja nicht. Ich habe mal geguckt, also LKW und Autoverlad, die checken irgendwie anders ein, wo Fahrräder einchecken. Das Fahrrad ist natürlich auch so lang wie ein Auto und vor allem Meter breit. Ja, wird sich dann herausstellen. Vielleicht fahre ich den einen Tag, wo ich dann da bin, erst noch schnell zum Schalter. Und dann sage ich das, dass das Fahrrad mit Anhänger halt ziemlich groß und lang ist. So ist der Stand der Dinge. Wir fahren jetzt erstmal richtig schön los. Heute schön warm. Soll angeblich 30 Grad werden. Guten Morgen. Ja, gestern war ich ein bisschen filmfaul, weil diese Straßen von Beverstedt bis zur Elbfähre sowas von räudig. Ich bin dann nachher Fähre. Ich dachte, so, ich will hier jetzt raus. Bin sogar noch 50 Kilometer weitergefahren. Also habe ich gestern so irgendwie zwischen 115 und 120 Kilometer gemacht. Aber die Fahrradwege, wie kaputt die da waren. Mir ist sogar, wenn die Kiste oben ist, unterstütze ich die ja an der Kante mit ein bisschen Erex. Selbst das ist mir durchgebrochen, eins.
Ich habe irgendwann in den Rückspiegel geguckt, habe gesehen, oh, die Kiste hängt 10 cm runter. Ach du Scheiße. Auf, das Ding kaputt, alle anderen daneben. Dann hing es nachher nur noch hier am Seil hier oben. Der Plan ist heute bis Travemünde. Das sind jetzt noch 60 Kilometer. Eine so eine größere Stadt kommt vorher noch. Da wollte ich mich noch eine Stunde vielleicht an eine Ladesäule hängen. Mit gut Glück wird es auch ohne reichen, aber ich gehe mal auf Sicherheit und hänge mich noch an eine Säule. Eine Stunde sollte aber reichen, es gibt ja 2x20%, das reicht locker. Ja, heute stehe ich auch wieder wild. Eigentlich ein schönes Plätzchen. Ist halt hier einfach direkt am Feldweg. Hier 100 Meter den Feldweg runter, direkt die Straße, die Hauptstraße, was ich gefahren bin. Die Fähre habe ich auch noch nicht gebucht. Das mache ich auf jeden Fall heute vom Campingplatz, weil heute ist Sonntag. Fähre fährt Montag auf Dienstagnacht. Aber ich schätze, mit dem Fahrrad soll das wohl kein Problem sein. Jetzt vielleicht ein Auto oder LKW hast, ist vielleicht was anderes. Ja, Preis 460 Euro. Natürlich schon teuer, ne? Geladen habe ich jetzt Stunde und 20 Minuten. Jetzt haben wir 55% Akku, müssen noch 20 Kilometer, also easy. 3 Uhr. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass irgendwie der Reifen ein bisschen am Radkasten schleift. Also ich habe mal geguckt, also rund läuft er tipptopp. Ich frage mich, ob ist die Achse krumm oder haben wir das zu knapp bemessen, weil ich habe jetzt ein bisschen mehr Bar drauf, also 0,4 habe ich ja gesagt. Ob das dann, wie soll ich sagen, ob der Reifen ballonartiger wird und an den Seiten ein bisschen mehr rauskommt. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich eine Unterlegscheibe kriege. Dann lege ich erstmal eine Unterlegscheibe dahinter und senke den Druck nochmal ab auf 1 Bar. Ich habe das Gefühl, dann kommt das gut, weil ein Riss oder dass sie irgendwie verzogen ist, die Welle, da kann ich nichts sehen. Das ist alles tipptopp. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Wenn die Achse kaputt geht, dann ist die Tour quasi. Tja, ist sie dann vorbei? Ja, das Zusammenschustern irgendwie unterwegs, schwierig. Da bräuchte ich, wenn, eine Metallbude und noch eine Schiffswerft für mehr Epoxy und so. Ja, das ist alles nicht einfach. Ja, ich hoffe, mit der Scheibe ist es getan und ein bisschen Druck rauslassen. Fahren wir jetzt mal bis zum Campingplatz. Dann mache ich das Rad mal ab und gucke mir das mal genauer an. Und zur Not kann ich an einem Türschloss, das nicht geklebt ist, könnte ich noch 2 Scheiben wegnehmen. Aber das ist auch nur 0,4 mm. Eben schon so ein paar Bauarbeiter oder so Straßenbauer gefragt. Aber der hat ja auch nur so ganz kleine Scheiben. Da kannst du natürlich nicht gebrauchen. Wir brauchen natürlich M20, weil muss ja über die ganze Welle. Ja, es bleibt spannend. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, Scheiße. Hier ist schon voll ab. Ich kann nicht mal mehr weiterfahren so.
jetzt kein Winkel, nichts bei, aber das sieht definitiv nicht gut aus. Oh, ich habe gar keinen Bock da drauf zu hauen mit dem Holz hier, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Ja, die Achse ist... Scheiße, die Achse ist im Arsch. Und das Problem ist ja, die Welle muss jetzt quasi raus. Das heißt, volles Rohr aufbohren mit einem 20er Bohrer. Und dann, wenn die Welle komplett draußen wäre, dann muss das voll neu einlaminiert werden. Zu vergessen. Das heißt, Edelstahlwelle drehen lassen, dann irgendwie der Scheiß rausgepopelt. Ja, aber das ist keine Ahnung. Ey. Das Beschissenste, was kaputt gehen hätte können. Achse oder Deichsel. Also der Plan ist, morgen früh um 6 geht der Bus auf Lübeck. Von Lübeck fahre ich dann mit dem Zug auf Paderborn. Da hole ich den Transporter von mir, fahre direkt wieder hier hoch, hole das Fahrrad und den Wohnwagen und bringe es zurück auf meinen Campingplatz. Dann muss ich jetzt die ganzen Sachen bestellen. Die ganze Achse an beiden Seiten flexe ich ab und bohre sie restlos raus. Und dann bestelle ich mir 20 mm gehärtete Edelstahlwellen, schon mit Gewinde drin. Die kann man so bestellen. Ich habe schon mal die Deichsel, ist dasselbe Material. Dann hoffe ich, dass das Zeug schnell kommt. Und dann baue ich das ein. Sache ist, die ist natürlich alles total vergossen. Das heißt, Gerhard guckt gerade, wo es gute Qualität an Epoxy gibt. Und dann bestelle ich da noch Epoxy, weil ich habe nur so ein paar Gramm mit, da komme ich nicht mit weit. Und einen billigen Rotz will ich da nicht reinmachen, das ist nachher scheiße. Ja, dann bohre ich die Wellen aus, dann muss das vernünftig vergossen werden. Muss gucken, dass das möglichst gerade wird natürlich. Ja, dann Räder dran, alles wieder in Transporter. Und da muss ich mal gucken. Entweder fahre ich dann irgendwo bis hier, wo ich ihn hinstellen kann. Wobei, ja, mehrere Monate ein Auto abzustellen, wo du nicht weißt, finde ich jetzt schwierig. Ja, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Ja, was eine Kacke. Aber so keine Weiterfahrt. Und mal eben reparieren kannst du vergessen. Dann müsste ich ihn erst zum Metallbauer schleppen, den ganzen Scheiß ausbauen, dass sie mir dann eine Welle machen. Dann muss ich zusehen, dass ich irgendwie Epoxy, ja, wo soll ich pennen? Soll ich mir ein Hotel nehmen? Ist doch auch Quatsch. Tja, doof. Ja. Jetzt ist so der Plan. Mittlerweile ist kurz nach, ich lege mich gleich hin, muss ja dann früh aufstehen. Gucke ich, dass ich das Ding hier morgen wegkriege und dann wird es mal repariert. So, ich bin mit meinem Transporter jetzt hier. Ja, heute Morgen 4:45 losgefahren, dann auf Paderborn. Jetzt ist 4 Uhr. Jetzt lade ich das Zeug ein und dann heißt es zum Kumpel in der Werkstatt, Teile sind bestellt. Dann reparieren und gucken, wie es weitergeht. Ja, es ist, wie ich vermutet habe, direkt an der Schweißnaht von hinten war er abgebrochen. Ja, soweit sind wir schon mal mit Ausbohren.
Aber wir brauchen, er holt jetzt noch eine Bohrmaschine. Weil ohne keine Chance. Da raucht uns nachher der Akkuschrauber ab. Seht ihr, so steigt er auf. Jetzt habe ich schon meine zwei Azubis. Beim Bauen war es noch ich. So, ich bin wieder on the road. Diesmal werde ich noch ein paar Meter begleitet, weil ich meinen Transporter durfte ich bei Gero hinstellen. Und ja, jetzt bin ich da noch einen Tag länger geblieben, weil ja so schön war. Und jetzt begleitet er mich noch 20 Kilometer und von da an fahre ich dann Richtung Travemünde dann alleine weiter. Ja, und dann muss ich heute Abend mal gucken, ob ich schon bis Travemünde komme oder ob ich dann heute irgendwo wild schlafe. Ich werde es sehen. Ach so, du filmst. Ja. Aber auch nicht mehr lange, da ist auch nur 20% drauf. Der flitzende Hippie. Ja. Ja, was? Ja, super. Ja, zu zweit, da kann man sich noch ein bisschen was erzählen. Ja. Ist doch schon schön. Na klar. Und hier solche Wege kann man ja auch nebeneinander fahren. Und das Wetter ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Ist so prima, wenn es ja nicht regnet, ist super. Ja. Ja. Schön, schön. Das ist jetzt hier übrigens so ein richtig schöner Härtetest für die neuen Achsen. Also der Weg ist ja geschottert. Und aber schon ziemlich gerade, aber es rümpelt schon ordentlich. Und scheißegal, jetzt wird hier erstmal 23 die ganze Zeit gefahren. Und dann muss ich das heute Abend mal kontrollieren, wie das verklebt da aussieht. Und dann würde ich sagen, wäre ich parat für Finnland. Weil das ist jetzt schon so ein Härtetest hier. Ja, ich hoffe natürlich, dass alles gut geht und nicht nachher da in Finnland oder so, dass ich da irgendeinen Scheiß habe. Weil, da kannst du nicht mal eben mit dem Transporter hinfahren und das ganze Gerödel da abholen. Aber es soll wohl gut gehen. Ich bin zuversichtlich, dass das jetzt funktioniert. Weil der Kleber hat ja gehalten, es war ja einfach das Problem, dass das Aluminium durchgebrochen ist. Und ja, Edelstahl und dann noch gehärtet. Sehe ich jetzt nicht, dass das bricht. Wie ihr hinter mir seht, dieses große Gebäude, das war jetzt quasi, ja, wo man die Fähren buchen kann und das ganze Cargo-Zeug. Ich war gerade da, habe mir ein Ticket geholt. Für heute Nacht, die fahren ja nachts um 2 los, wäre jetzt nur noch Platz gewesen für ein normales Fahrrad. Zum Glück hatte ich ziemlich nah eine Scheibe, zufällig von dem genau von dem Büro gestanden mit dem Dingen hier. Und dann konnte die sehen, dass das etwas groß ist und sagte, das wird heute Nacht nicht mehr passen. Jetzt habe ich dann, schlafe ich noch einen Tag auf dem Campingplatz. Das ist auch ein ganz schöner, da gibt es sogar einen Teich. Da fahre ich jetzt hin, das ist nur ein Kilometer von hier weg. Und ja, dann schlafe ich da und nächste Nacht um 2 geht es dann los. Irgendwie Check-in ist irgendwie so gegen 11 am Abend. Ja, die Zeiten sind natürlich ein bisschen speziell, aber ja, ist ja klar, finnische Line. Und dann fahren die natürlich von ihren Zeiten gut los und nicht von den Deutschen. Schätze ich mal, dass das so ist. Ja, ich würde sagen, ich gönne mir dann so richtig hart heute. Wetter ist jetzt, ja, es ist nicht kalt, aber es ist auch nicht warm. Gönne mir erstmal ein bisschen da schön in den Pool. Heute Abend gehe ich mal richtig schön dick essen. Ja, und ihr seid dann jetzt raus. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, wenn es heißt Fähre und Finnland. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao. Und natürlich zum guten Schluss möchte ich mich noch bei den Leuten bedanken, die mir jetzt geholfen haben beim Achsbruch. Das war einmal Gerhard natürlich, mit dem habe ich abgesprochen, was ich für Material bestellen soll, weil was gute Qualität ist, wusste ich dann doch nicht genau. Und
Die ganzen Schweizer Komponenten kriegst du hier ja nicht so schnell. Deswegen hatte ich das alles in Deutschland bestellt. Dann natürlich an meinen Kumpel Martin, bei dem ich die Werkstatt benutzen durfte und der mich dann vom Zug abgeholt hat und zu meinem Transporter gebracht hat. Dann Felix, der beim Kleben geholfen hat. Und natürlich Gero, der mich dann für einen Tag noch aufgenommen hat und wo jetzt dann mein Transporter die nächsten Monate steht. Ja, danke allen. So, jetzt aber wirklich, haut rein. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in Finnland. Hi!